Neben mir steht Tischlermeise Ralf Döpper. Der hat dieses Tiny Büro im Hintergrund geplant und umgesetzt. Und ja, das sind ganz viele tolle Details. Sag mal, Ralf, so Haus bauen, das ist ja nicht normalerweise nicht so so eine Tischler-Leidenschaft, sondern Tischler achten ja immer so auf kleine Sachen, sind sehr filigran. Wieso hast du Spaß an so einem Tiny Büro? Weil wir das Know-how dafür haben und halt auch die technische Ausstattung mit der CNC-Maschine halt diese halt wirklich sauber und hochpräzise umzusetzen. Und ich durfte mich ja in diesem Tiny-Büro schon umschauen. Dazu haben wir auch ein Video, das wir euch verlinken. Und tatsächlich, das ist wirklich wundervoll gemacht. So, mein Kollege, der das Büro künftig nutzen darf, hat ja geschwärmt, so ganz liebevoll gefräst, was ja... Ja, sonst gar nicht so möglich sei, oder? Ja, präzise einfach. Ne? Also ja. Von Hand ist das möglich, aber sehr umständlich und man kriegt dieses Ergebnis halt nicht hin. Und wir haben die Möglichkeit und die Kompetenz dazu. Und dann ist auch einfach ein cooles Projekt, mal sowas. Und das war eigentlich toll. Also wollen wir jetzt auch weiter forcieren, die ganze Geschichte, weil das hat Zukunft, denken wir. Auf jeden Fall, weil es gibt ja immer mehr, mein Kollege in einem anderen Interview erzählt ja noch, warum er jetzt in einem Tiny-Büro ist. Gerade sind Nachbarn vorbeigefahren und haben mal gefragt, ob er ausziehen musste. Nein, es geht einfach darum, seinen eigenen speziellen Raum zu haben. Und so ein Tiny-Haus kennen vielleicht viele von euch, aber ein Tiny-Büro ist schon ziemlich anders aufgebaut, vor allem da ja auch Schallschutz da eine Rolle spielt. Also wenn ihr mehr davon wissen wollt, schaut in unserem ProKlima-Blog und abonniert unseren ProKlima-Newsletter. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, Praxistipps, Online-Seminare und richtig gutes Fachwissen, dann abonniert unseren Newsletter proklima.de/news. Und folgt uns auf Social Media.